Hallo, ich begrüße euch bei Conny Canarias, Land und Leute. Ja, und heute geht es mal nur um die Insel Gran Canaria. Und Gran Canaria ist nicht die zweitgrößte Insel, wie ihr sicher denkt, der Kanaren. Es ist die drittgrößte nach Teneriffa und Fuerteventura. Und zwar ist das wegen der Fläche. Fuerteventura hat also ein bisschen mehr Fläche als Gran Canaria. Die Fläche beträgt 1560 Quadratkilometer und die Einwohnerzahl liegt ungefähr bei 860.000. Die Hauptstadt ist Las Palmas. Und ja, die Insel ist kreisförmig und hat einen Durchmesser von ca. 50 Kilometern und eine Küstenlänge von 236 Kilometern. Gemessen an der Bevölkerung ist es die zweitgrößte Insel. Die Insel befindet sich ja ungefähr 210 Kilometer westlich von der Küste Südmarokkos. Ja, und geografisch gehört die Insel zu Afrika, aber politisch zu Spanien. Die Insel ist vulkanischen Ursprungs, wie das ganze Archipel. Und die höchste Erhebung liegt bei 1956 Metern. Wahrzeichen ist der Roquenublo, bei allen bekannt, mit 1813 Metern. Und die letzte Eruption liegt ungefähr 2000 Jahre zurück, doch sind die Vulkane nach aktuellem Stand weiterhin aktiv. Gran Canaria wird als Miniaturkontinent beschrieben, das eben auch durch die Vielfalt der Flora und Fauna. Und wir haben hier 14 Mikroklimazonen, viele Trockentäler, die Barrancos, die bis an die Küste führen und sich bei seltenem Regen in, ja, in Sturzbäche verwandeln können. Und hier auf der Insel überwiegen die Passatwinde, die dann an den Nordhängen ja zu ergiebigen Niederschlägen führen, meist als Nebel. Man kann sagen, das Klima hier ist zweigeteilt, der feuchte Norden und der trockene Süden, welcher sich des Öfteren durch Winde aus der Sahara verstärkt, der sogenannte Kalima, welcher auch zu einem Temperaturanstieg führt. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir hier eins der besten Klimas der Welt. Der Norden besteht aus Lorbeerwäldern und der Süden aus Halbwüstenvegetationen. Und die hochmontanen Gegenden werden durch die Kanarenkiefer eingenommen. Die ist also sehr resistent und nach einem Feuer erwacht die auch wieder zu Leben. Und dann haben wir hier ja zwei Natursymbole, die sind also festgelegt durch die kanarische Regierung. Und das ist einmal die kanarische Dogge, das ist der Presa Canario, der Hund, und die Pflanze, die Kanarenwolfsmilch. Dann zu Las Palmas, da befindet sich der Hafen Puerto de la Luz. Und dort werden jährlich über 30 Millionen Tonnen umgeschlagen. Das ist also eine ganze Menge. Und über 1,5 Millionen Passagiere. Und das sind halt hauptsächlich Kreuzfahrer. Von dort starten jeden Tag mehrere Fährverbindungen zu den anderen Inseln. Kann man also auch ohne Bedenken von einer Insel zur anderen. Das funktioniert also alles sehr gut. Und an unserem Flughafen ist auch jede Menge los, über 126.000 Flugverbindungen und über 13 Millionen Passagiere im Jahr. Das ist also eine ganze Menge. Ja, und der Tourismus wird hier sehr groß geschrieben, das weiß jeder. Jährlich circa 2,8 Millionen, die hauptsächlich den Süden besuchen. Bei den Nord- und Mitteleuropäern ist die Insel sehr beliebt und ja, vor allem wegen im Winter wegen halt wegen des milden Klimas.
Aber auch selbst im Sommer ist es nicht so heiß wie auf dem spanischen Festland. Und das kommt durch den kühleren Kanarenstrom. Es sind also so immer, ja, im Sommer 26, 28 Grad. Und nicht umsonst werden die Inseln hier auch die Insel des ewigen Frühlings genannt. Die meisten Unterkünfte liegen im Süden, aber auch im Inselinneren kann man seine Zeit verbringen. Wir haben also im Süden auch das schöne Bortomogan, das Klein Venedig genannt wird. Wir haben den Palmitos Park, Mundo Aborigen, um die Geschichte sich ein bisschen näher zu bringen. Das Höhlendorf in Guayadeque, der Naturpark Bandama, das ist also der Explosionskessel, das nennt sich Caldera de Bandama. Dann haben wir Terror, Arrucas, also alles auf jeden Fall sehenswert. Und ich sage nur, Gran Canaria ist immer eine Reise wert. Dann bedanke ich mich wie jedes Mal. Vielen Dank an die Abonnenten und fürs Teilen. Und wir hören uns das nächste Mal.